So. Ein kleiner Rückstoß für die Menschheit, ein großer Rückstoß für mich. Damn. Der Flammenwerfer war sowas von unnötig. Ja, aber jetzt sind wir schlauer und wir sind auf Neustarten, ist der Wohle gegangen. Ja. Kann man das irgendwie überspringen? Ja. Okay. Scheiße. Das heißt, wir sehen den ganzen Spaß nochmal. Ja. Das ist der Vorteil daran. Das erste, was wir machen, ist absolut jedes Haus da komplett verwüsten. Hauptsache die Viecher spawnen nicht wieder. Mit Viecher meine ich die Zwerge. Diese übelst kleinen, starken Wichser. Das sind ja noch die schwachen Zwerge, ne? Ja, ich hab's vermutet. Ja, gut, die Flammenwerfer sind echt nochmal ein gewaltiges Eck stärker. Ja, es gibt ja noch einen Satz anderer Zwerge. Na toll. Du willst mich nur weiter demoralisieren, hast du recht. Ich will ja bloß aufbauen. Womit? Ja, mit den entmutigenden Fakten. Echt schön für dich. Alter, ja. Schwede. Aber das war echt keine Chance, ne? Nee. Ja, alle da rein. Auch zerstören das Haus. Ja, Gold rausholen. Alter, aber das war echt, also, das war erschreckend, wie schnell da jetzt alle weg waren. So. Ja, erschreckend, dass du da einfach so reingerannt bist. Ja, das war ein bisschen unbedacht, ja. Aber noch ganz bisschen. Die kommen jetzt wieder nicht von Alarm zurück, oder wie? Ja, minimal. Doch. Okay, jetzt gehen wir zur Brauerei. Jetzt machen wir das einfach alles ein bisschen schneller. Scheiß Zwerge. Aber der Flammenwerfer, der Typ, der war echt die Härte jetzt. Mhm. Der war echt die Oberhärte. Geil, wie man es dreht und wendet, ja. Der war echt die Oberhärte. Erst die Sklavenelfen. Ja. Lass mal die Sklavenelfen abschlachten. Links und rechts erstmal die Hütten. Ja. Mit dem du die Zwerge, Elfen töten kannst. Mhm. So, noch ein wenig Kraft, ja. Bitte, wir verfügen noch über ein wenig Kraft. Lasst mich in Würde sterben. Warte mal, in Würde sterben, das ist kein Problem. Damit bin ich gut. Und ja, ran. Ja. So, warte mal. Ah, aber die 50% haben wir schon gehabt, ne? Ja. Okay, also das hat er sich dann wohl gemerkt. Ja, das war ja vorhin, als die dass du da cool hast. Nee. Warte mal, haben wir dann... Warte mal, haben wir eigentlich den Erfolg noch? Warte mal. Chronik. Na komm. Ah Mann. Okay. Geht halt wieder ganz schnell runter. Ja, ja. Vor allem muss ich das anders klicken. Was soll denn der Scheiß? Ah. Jetzt geht's. Ah, Frauenfluch. Ja, 100 Bauern getötet, ja. Kneipenschlägerei, ja. Vanessa hat den Vorzug gegeben. Hä? Hat er sich nicht... Ich habe jetzt zu wenig Elfen getötet. Also die Elfen hat er sich nicht gemerkt. So eine Scheiße. Nee, das war ja... Das hast du ja noch nicht. Da war ja nur der eine Pulk und oben sind ja noch ein paar Elfen. Ah, stimmt. Genau. Vor dem Saufgelage. Ja, stimmt. Die habe ich jetzt vergessen. Mensch. Kannst du vergessen, Idioten Elfen da zu töten? So eine stolze Ratte. Ja. Zur Sklaverei verdammt. Jetzt passt's. Ja, jetzt sind wir auf 55% Boshaftigkeit. Alter. Jetzt passt's. Warte mal. 17 von 29. Wo gammeln eigentlich die ganzen Jungs rum? What the fuck? Seriously, wo seid ihr? Kommt sie vielleicht hinter? Oder gammeln die da unten rum? Nee, das auch nicht. Vielleicht war da hinten. Wo sind die? Vielleicht war da hinten. Ja, aber... Dog? Einfach sollen mal die... schön den Rückrufknopf gedrückt halten. Ja, halt ja. Hm. Da fuck. Sind die hin? Egal. No. Egal, die Viecher kriegen wir so hin, hinten bei der Neujahrs. Meinst? Ja.
Ich weiß, wo sie sind. Oh. Ja, die waren dort runter eingesperrt. The fuck? Ja, genau. Das habe ich mal gerade gedacht, aber die waren dort runter. Oh mein Gott. So ein Schwachsinn, Alter. Wie hast du die jetzt gesehen? Die habe ich gar nicht gesehen. Nee, also die sind so hin und wieder ein bisschen durchgeglitscht. Mit die Ärmchen zumindest. Die sind durchgeglitscht hin und wieder. Ach so. So ein Schwachsinn, Mann. Lässt du jetzt die Schnecken kämpfen? Nee. Wieso? Das würde eher zu deinem Style passen. Was warst du von meinem Style? Mein Style also ist einfach zum grad... Overlord-Style. Mein Style ist einfach nur Druff. Ihh, besoffene Bärte auf Beinen. Naja. So. Jetzt holen wir es erstmal rauf. Und ran. So. Das war mal der erste Teil und jetzt kommt der Rest. Oh Gott. Er schneckt und zwar gewaltig. Kann es sein, dass die Zwerge Leben regenerieren? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Was ist aber gerade passiert eigentlich? Du hast effektiv über die Hälfte deiner Leute verloren. Nee. Ja, das liegt genau an den zwei Vollidioten da. Jetzt ab bald. Ja, das liegt echt an diesen scheiß Fernkämpfern. Die sind einfach nur übelst stark. Jetzt. Bist du zufrieden? Ja. Könnten noch mehr werden. Dachte mir. So. Also mal schön Geld ranschöpfen, ja. Sehr gut. Und noch mehr Gold. Gut. So. Dann. Jetzt. Also das Spiel trollt in letzter Zeit, dass es gewaltig ist. Und was das Beste war halt, also heute, wenn ich von heute rede, rede von der ganzen Session. War so froh, dass du halt noch online gekommen bist, ganz ehrlich. Ja, ich hab's gelesen. Aber halt schon verzweifelt, so richtig Bock auf auf Overlord gehabt. Und dann ist Kadaster vorhanden. Mann, Spiel, hör auf zu ruckeln. Das ist Wahnsinn. Und dann läuft's wieder flüssig, was? Was ist so nach dem Motto, nee, hab keinen Spock, ich lauf halt einmal ruckelig. Because fuck you, that's why. Muss ja auch mal sein hier, nicht wahr? Ja, aber es ist ungut. Oh, wunderbar. Vor allem, das Spiel läuft ja von Haus aus nicht unbedingt so flüssig, weißt? Und dann ruckelt's nochmal mehr. Ja, es ist so. Trotzdem, die Bewegungen von dem Vieh sind nicht, vom Overlord sind nicht zwingend. So ist schnell. Naja, flüssig. Ja, gut. Und so richtig. Aber versuch du mal flüssig zu laufen, während dir Stacheln aus dem Rücken wachsen. Oh, gut, das ist jetzt natürlich wieder ein gutes Argument. Da hast du wieder nicht mitgedacht, nicht wahr? Warte mal, da hinten sind niedere Kreaturen, die blöken. Aber wie und wieder? Wie sagt er nochmal den Spruch? Ich höre niedere Kreaturen blöken oder irgendwie? Wie sagt er so? Ich höre niedere Kreaturen blöken, mein Lord. Da, niedere Kreaturen. Und nicht gerade zu wenig. So. Aber die Steinriesen, ja, ist überhaupt kein Problem. Wenn er zerschmettert ist, werdet ihr feststellen, dass er nur ein übergroßer Kiesel ist. Du hast ihn ja in einem scheiß Terrorlegionszauber angegriffen. Ja. Ja. Wähle ich gleich nochmal aus, den Terrorlegionszauber. Okay, und jetzt werden wir den Kiesel einmal an töten da. Kiesel. Ja. Wenn wir das Drecksviech töten hier. Wenn Gold und zwei Elfen töten. Mhm. Gold und gefangene Elfen. Ach, na ohne Scheiß, nichts übertrifft die Bosartigkeit von Gnal. Nichts. Doch, das wird die eigene irgendwann übertreffen. Kaum. Problem ist, dass ich ja nicht spreche, deswegen kann man das schwer beurteilen. Alter, macht's den Zwerg tot! Geht doch. So. Ja, der Zwerg. Sollen wir da mal dran kurbeln? Ja genau, tötet die bösen Pilze!
Dann reden wir mal schnell mit dem Elfen. Kreaturen Morgen. Tschüss. Plündert die Goldmine. Mach mal. Wenigstens sind das immer so schwuchtelige Dings. Komm zurück! Sag mal's. So, Marquee. Dahin. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, greift's denn an! Ja, greift's denn an! Alter! Lass sich lieber töten, Mann! Aber seid ihr behindert oder was? Alter, das gibt's doch nicht. Greift's diesen verdammten Lunker an! Mach einen Zauber rein! Irgendwas läuft falsch. Okay, der hat soweit einmal die. Den Respawn hier getötet. Das ist mir jetzt aber auch scheißegal. Alter. Der ist eigentlich schon fast tot. Okay, er ist tot. Nee, der ist nicht einmal so das Problem. Wenn die Kamera nicht spacken würde und das Spiel so funktionieren würde. Ja. Schau's ja an, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ich muss was gegen das Ruckeln unternehmen, ehrlich. Das ist irre. Na gut, erst einmal in die Goldmine. Glitzermine. 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 Ihr habt so das Gefühl, dass wir da sehr viel Kohle rausholen können aus der Mine. Ja, gibt halt bloß das eine oder andere schleimige Problem. Also Schnecken. Ja. Oh! Und tote Elfen. Ja, die frische Luft ist aber das kleinste Problem, wenn der Overlarm ankommt, ne? Untote Elfen ist echt gut gesagt. Ach du Scheiße, ist der groß. Der Schneck. Der hat gerade das Gold gefressen. Ja. Mit seinem Bauch. Holt euch dieses Gold, mein lieber Herr. Und kauft mir. Mein lieber Herr. Ja. Er kauft mir ein paar schöne Dinge. Die Riesenschnecke. Okay, wo ist die Riesenschnecke hergekommen? Mich interessiert, wo sie herkam. Du musst dahin, wo sie. Ja, ich schau erst einmal, was sie da holen kann. Und ich kann braune holen. Das wird wieder relativ lustig morgen, wenn ich wieder am Vormittag am Farmen bin. Damit ihr dann bei der Story wieder ordentlich auf. Oh Gott. Na gut. Ich habe das Gefühl, dass gegen die Schnecke rote am besten wären. Ach, Ivo. Lass doch mal alle zurück. Und wieder ran. Toter Schneck. Das war nicht schwer. Das war alles andere als schwer. Das war relativ leicht. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass dann wieder die schwulen Elfen das Ding haben. Ah, Elfen. Ich wusste es. Wenn ihr Gold sucht, weiter so unten im Bergwerk ist jede Menge. Ah, okay. Danke für den Hinweis. Ich töte sie trotzdem. Ja, gesagt. Aus humanen Gründen. Er kann ja sagen, was er will, er wird trotzdem getötet. Warte mal, jetzt warten wir erst einmal ab, bis die das Gold da abgeliefert haben, ne? Ebet. Event. Schaut's aus, Kollegen. Und vor allem, wo liefern die das jetzt eigentlich hin? Haben die das rausgetragen? Nee, warte mal. Ah, da. Ja. Boah, das war aber ordentlich jetzt. Vor allem 1 von 4? Warte mal. Holt das Gold aus der Mine. 1 von 4. Ah, okay. Sehr schön. Ja, kannst du danach der ganze Bude aufbessern, Mann. Ja, allerdings. Soll ich es jetzt noch machen? Nee, brauchst mehr Gold. Ja. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Gehen wir mal links. Bist du? Also gehen wir rechts. Ja, genau. Sage ja. Hör mir halt einmal zu, Mensch. Du hast es entschieden, ohne mich zu fragen. Gar nicht wahr. Doch. Nein. Doch. Nein. Mama! Zwerge! Rechts. Weiterer Schneck, jawohl. Jeder tote Schneck ist ein guter Schneck. Schneck? Schneck. So. Okay, mehr Grüne. Ah, nicht verkehrt. Die Schnecken spawnen, droppen grüne Lebensenergie. Passt eigentlich hier. Schleimig, stinkert, grüne. Oh, jetzt kannst du in der Arena Steinriesen bekämpfen. Oh, nee. Ich hoffe, da ist aber in der Arena nur einer. Ganz ehrlich.
Ich nicht. Ich hoffe, das sind mehr. Ja. Im Endeffekt ist es egal, da tippel ich mit alles Grüne rein, dann ist das relativ schnell erledigt. Alter Schwede! Okay, das ist aber ziemlich ein Wirbel, wo ich mir gerade durchkämpfe, kann das sein? Ja, es wird noch schlimmer. Ja. So, nächster Goldschatz. Okay. Erstens einmal zerlegt's da alles, kleine, meine kleinen Viecher. Absolut alles muss da zerstört werden. Ich will da nichts mehr ganz sehen. Das Tor ist offen. Scheiße. Okay, jetzt muss ich da erst weiterlaufen. Ich werde dann nochmal zurücklaufen, weil da war noch lange nicht alles zerstört. Hm. Ja, und außerdem musst du die Schergen holen. So, erstmal kompletter Rückrufbefehl. Und ab in die Richtung. Weil da sind die jetzt mit dem Gold hingelaufen. Ah ja, sag ja. Wir sind gerade ja. Da, da ist der Goldtransport. So, und wenn wir den aber zurückbegleiten, ne? Sicher, sicher. Hm. Immerhin ist das mein Gold. Hm. Es ist langsam unterwegs, das Gold. Ich bin gerade drauf gekommen, der aber relativ tiefe Stimme der Welt. Aber nein! Das... Nein! Aber an diese Tiefe kommst du nicht ran, mein Sohn. Ja. Okay. Ist unser Raul. Ja, ja. Willkommen bei Doof. Ja, Mann. Und Doof steht nicht dafür, dass wir das sind. Nee. Nein, überhaupt nicht. Das ist die deutsch-österreichische Freundschaft. Korrekt. Ihr braunen Schweine. Braunen Schweine. Ja, ihr Österreicher. Ja. Scheiße. Argumentativ flachgelegt. Schande. Ja. Ja. Kennst du die neue Mercedes-Werbung? Mit einem Tank nach Frankreich oder so irgendwie? Nee. Mercedes erkennt Gefahr, bevor sie entsteht. Braun, ja. Ja, und einfach nur ein Zahn Adolf voll zampfiert. Ja. Das ist so assi. Adi! Er kennt gefahren, bevor... Ja, das ist so genial. Ich frage mich, warum die verboten wurde. Naja, es ist ja nicht einmal eine echte Werbung. Es ist ja von irgendeiner Schule. Ein Schulprojekt gewesen. Echt? Es ist keine offizielle Mercedes-Werbung. Also, es ist nicht von Sennern selbst. Es ist einfach nur super genial gemacht. Ja. Er kennt Gefahren, bevor sie entstehen, gell. Es ist einfach so, Alter. Scheiße. Du merkst, du verlierst hier mehr Schergen als zuvor, ne? Ja, weil sie einfach nur planlos losstürmen, weil ich sie einfach planlos vorschick. Ja, aber ja. Die Zwerge sind allgemein härtere Gegner als alles andere. Ja, sicher, das sind jetzt einmal wieder die stärksten Gegner. Deswegen kannst du ja die Minions, die Schergen, aufrüsten. Dann ja, ne, sind die auch immer wieder nicht mehr so das Problem, denke ich mal. Ja, ganz toll. Weitere töten. Helft töten. Uns. Helft uns. Das Mariana, der klingt kaputt. Gern haben. Ja, ja. Ich töte einfach alles. Tötet die Tiere und befreit uns. Ja, mach mal, ne? Ich würde sie zuerst befreien und sie von den Tieren töten lassen. Ja. Okay. Gut, das machen wir im nächsten Teil, wir bösen Jungs. Servus, Leute. Ciao.